Informationsdienst sehen wir seit 1 bis 2 Jahren immer viel mehr Anfragen zum Thema vegan, mehr wieder zur vegetarischen Ernährung. Vegane Ernährung kann durchaus für einen gesunden Erwachsenen gesund sein. Wichtig ist, dass man eine abwechslungsreiche Ernährung hat, ausgewogen mit einer grossen Produktpalette. Ich denke, dort ist man wirklich auf einem guten Weg. Wichtig ist, dass man nicht einfach nur die tierischen Lebensmittel streicht und sie nicht ersetzt. Es gibt mittlerweile auch immer wie mehr in den letzten Jahren Produkte auf pflanzlicher Basis, die eben hochwertige pflanzliche Eiweißlieferanten darstellen. Und die sollten auf jeden Fall täglich eingesetzt werden. Es ist sicher so, es wird auch immer wieder empfohlen, dass angereicherte Produkte verwendet werden, um eben gewisse Vitamine abzudecken, Vitamin B12, Vitamin D, Calcium und Jod zum Beispiel. Ich bezweifle aber, dass die Lebensmittelauswahl auf dem Schweizer Markt schon so gross ist, dass man auf diese Produkte schon ausreichend zurückgreifen kann. Also ich habe das Gefühl, dass gewisse Supplementierung noch nötig ist. Vitamin B12 kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor und das ist sicher eines von den Vitaminen, die sehr kritisch ist bei einer veganen Ernährung. Vitamin D, Calcium, Jod, das sind aber auch alles Nährstoffe, wo man ganz gut darauf achten muss, dass man dort eine gute Zufuhr hat, um nicht das Risiko von einem Nährstoffmangel zu haben. Veganer haben natürlich auch das Bedürfnis, dass der Teller komplett ist. Und Eiweißlieferanten, die pflanzlichen, denen muss man auch eine gewisse Form geben. Und warum da nicht auf altbewährtes zugreifen, in Form von einem Würstchen, in Form von einem Plätzchen. Und ich denke, jemand, der jahrelang Fleisch gegessen hat und jetzt auf vegane Ernährung umsteigt, kann das wie helfen, auf altbewährtes zurückzugreifen.